Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, schauen Sie sich doch einmal dieses Bild an und merken Sie sich, was Sie darauf sehen. Das Bild, das wir gerade gesehen haben, ist verbrannt, zur Asche geworden. Tod, aus, vorbei. In diesen Wochen erinnern wir uns an die Vergänglichkeit des Lebens. 7 Wochen Passionszeit. 7 Wochen, in denen wir an das Leiden Jesu gedenken, an das Leiden in der Welt, aber auch an das Leiden unter uns. Erde zu Erde, Asche zu Asche und Staub zum Staube. Das Leben ist vergänglich, alles muss wieder zurück zu dem, woher es genommen worden ist. Aschermittwoch, so nannte sich und nennt sich der Tag, den wir jetzt letzte Woche begangen haben. Wir stellen diesen Tag unter dieses Wort aus dem 1. Buch Mose, bedenke Mensch, dass du Staub bist und zu Staub wirst du wieder werden. Das Leben ist vergänglich, auf dem Friedhof sagen wir Erde zu Erde, Asche zu Asche, und Staub zum Staube. Aber halt! Erinnerst du dich noch, was auf dem Bild zu sehen war? Ein Bild mit einem Segelboot im Vordergrund, links hinten der Leuchtturm, im Hintergrund 2 Möwen. Dazu das blaue Meer und wisst ihr noch, wie die Farbe des Segelbootes war? Ein rotes Segelboot mit grünen Segeln. Wir holen dieses Bild der Vergänglichkeit wieder zurück. Dieses Bild, das zu Asche geworden ist, hat doch woanders seinen Platz gefunden. In unseren Gedanken, in unserem Gehirn, in unserem Herzen. Gott malt ein neues Bild. Gott sorgt dafür, dass das, was wir loslassen müssen, an einem anderen Ort aufbewahrt wird. Aschermittwoch, bedenke Mensch, dass du zu Staub wirst, ja zu Staub wirst du immer wieder werden. Und so erinnern wir uns daran, dass in allem Leiden, in allen Widrigkeiten des Lebens doch Hoffnung ist. Ja, 7 Wochen ohne, 7 Wochen Passionszeit, 7 Wochen auf etwas verzichten, aber dann soll das Leben wieder aufbrechen. Gott malt ein neues Bild. Ostern, Auferstehung, etwas Neues kommt. Daran erinnert uns an der Dichter von Hardenberg, besser bekannt unter dem Namen Novalis. Er schreibt, dich muss wie mich ein Wesen trösten, das innig liebte, litt und starb. Allen, die ihm getan am besten, mit 1000 Freuden er vergab.
Er starb und dennoch alle Tage vernimmst du seine Liebe und ihn und kannst getrost in jeder Lage ihn zärtlich in die Arme ziehen. Was du verlorst, er hat's gefunden. Du triffst bei ihm, was du geliebt, und ewig bleibt mit dir verbunden, was seine Hand dir wiedergibt. Amen. Aschermittwoch, Passionszeit. Mitten in der Leidenszeit gedenken wir an die Verheißung eines neuen Lebens. Und diese Verheißung legen wir in das Gebet, das wir alle gut kennen und uns vertraut ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin im Frieden mit dem Segen unseres Herrn und teilt davon aus, wem immer ihr begegnet. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.